Hey Leute, ich kann irgendwie nicht schlafen. Kennt ihr das, wenn man nicht schlafen kann? Ich habe Musik leise gemacht, ich habe Licht ausgemacht, ich habe Augen zugemacht und ich konnte nicht einschlafen. Katastrophe. Mal schauen, vielleicht mache ich mir heute noch die Fingernägel. Jetzt habe ich ja die Möglichkeit eigentlich, wenn ich jetzt mich rechtzeitig richte, weil erst um 1 Uhr hole ich meine Freundin von der Arbeit ab und gehe mit ihr dann feiern. Und ja, ich richte mich dann jetzt erstmal. Also ich habe jetzt geguckt, ich habe meine Bücher nicht gefunden, die ich mal geschrieben habe. Die sind wahrscheinlich noch in meiner Wohnung. Muss ich mal morgen oder so gucken. Morgen wollte ich in meine Wohnung. Meine Haare sehen wieder super aus, Ironie off. Oh, nachher muss ich es unbedingt glätten. Naja, ich habe gedacht, ich muss schlafen, bevor ich feiern gehe, weil sonst bin ich nachher nicht fit. Aber hey, wenn ich mit meinem Mann nicht schlafen kann, ich kann mich ja schlecht dazu zwingen. Ich werde jetzt gleich mich richten. Also ich gehe jetzt gleich duschen und mich dann eben richten für die Party. Ja Leute, ihr wisst ja, mir egal wie meine Haare aussehen, ich habe jetzt Bock auf eine Story, ich möchte was erzählen. Ich werde nachher meine Haare glätten und mich schminken, Wimpern nochmal ein bisschen stärker tuschen und vielleicht auch Kajal drauf, Lippenstift, Lipgloss. Also Leute, ich persönlich, ne, also ich finde, dass das Oberteil überdurchsichtig ist. Man sieht meinen kompletten schwarzen BH, aber scheiß drauf. Ich muss ja meinen weißen drunter ziehen, aber hatte ich jetzt einfach keinen Bock. Nee, Themawechsel. Ihr Lieben, ich habe nicht gewusst, dass es bei Instagram gut. Ich habe gewusst, dass man sich Follower kaufen kann, aber so eine Scheiße habe ich gar nicht nötig. Will ich auch gar nicht. Das ist total unreal und wer sowas nötig hat, soll es bitte machen. Ich mache das nicht. Aber ich habe heute noch was komplett anderes erfahren. Ich habe eine ganz interessante Story heute gesehen von einem Instagrammer. Ich weiß, ich soll aufhören mit meinen Haaren, aber die nerven mich übelst. Also so ein Instagrammer hat gesagt, die ganzen Follower, die einem folgen, es ist immer schön, wenn die auch mal ein Like da lassen und nicht nur Stories gucken. Beziehungsweise, da werden irgendwelche so Fake-Accounts, irgendwelche Accounts mit irgendwelchen Namen und die tun immer irgendwelche Kommentare zu den Bildern abgeben. Das machen die bei besonders berühmten und beliebten Instagrammern. Ich finde das echt lächerlich. Ich wollte euch sagen, Leute, ich bin ja nicht so eine, die like geil ist oder die sagt, hey Leute, lasst mir ein Like da, aber ich finde schon, dass dieser Instagrammer recht hat. Also wenn Leute meine Stories gerne schauen und mich als Mensch oder meine Art mögen, freue ich mich natürlich über Likes zu meinen Fotos. Naja, wer sowas nötig hat, ich meine, wie gesagt, ich brauche so einen Scheiß nicht. Ja, ich wollte es einfach mal erzählt haben, dass halt jeder Instagrammer freut sich natürlich über ein Like oder einen Kommentar, wenn man das auch ehrlich so meint. Das Lied ist voll geil. Also ich mag ja die Lieder von Dixter Pop, wisst ihr ja. Ich sehe echt Jahre. Ich kann sie nicht sehen, aber scheißegal. Nachher style ich mich. Es gibt tatsächlich maschinengesteuerte Like-Maker oder sowas. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber auf jeden Fall, das ist irgendwas maschinell. Also ein Computer tut irgendwelche Leuten dann ihre Bilder liken. Es sind gar keine echten Menschen dahinter. Ja, Leute, ich kann mich immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder wiederholen. Vielen lieben Dank an die lieben, süßen, netten, die mir schreiben zu meiner Story und einfach so total nettes Feedback mir geben. Dieser Moment, wenn man so extrem in seiner Story drin ist und erzählt und dann später merkt, als man schon auf Plus gedrückt hat, dass da irgend so ein scheiß Musik gelaufen ist, jetzt kommt richtig geile Mucke. Ihr hört's. Was wollte ich euch noch erzählen? Muss kurz überlegen. Oh Mann, es ist mir entfallen. Achso, genau, ich wollte euch meine Socken zeigen. Schau mal, wie mega cool einfach, wie sie zu meinem Oberteil passen, die Socken. Richtig cool, ne? Tja. Ja, ich habe meine Haare einfach irgendwie irgendeinen Zopf gemacht, wie ihr seht, nichts Besonderes, einfach so ein Zopf und fertig. Und ich mache jetzt eine Story. Meine Haare stehen da ab und da und scheißegal. Deswegen, wisst ihr, wie blöd? Ich ziehe extra diese Socken passend zu meinem Oberteil eben an. Also, Mensch, die Perspektive. Diese Socken, ne? Diese Farbe zum Oberteil ziehe ich extra passend an und ja. Und dann ziehe ich fette Stiefel an, die fast bis zum Knie gehen, ein bisschen weiter tiefer unten, die wo ihr heute in meiner Story gesehen habt. Und man sieht meine Socken ja einfach nicht. Voll unnötig. Weiß ich, was ich euch erzählen wollte, Leute. Da läuft gerade irgendeine Scheißwerbung im Hintergrund, ernsthaft. Moment, ich muss erstmal Musik anmachen, weil sonst kann ich meine Story nicht weitermaken. So, jetzt kommt geile Mucke, also gleich kommt's. Um jetzt noch einmal zum Thema zurückzukommen. Ich bin
alles andere als like geil. Also wirklich, ich tue in keinem einzigen meiner Bilder, schreibe ich like for likes oder follow for follow und so einen Dreck mache ich nicht. So, Leute, also, ich wollte euch gerade noch was erzählen. Am ersten Mal, meine Fingernägel sehen ja nicht so toll aus, aber die sind richtig schön lang geworden. Also könnte ich jetzt eigentlich meine Nagelfolie mal drauf machen. Oder was meint ihr? Also ich bin ja überhaupt nicht jemand, der sagt, oh Gott, Türke, Italiener, Spanier. Jede Nationalität hat gute wie schlechte Menschen. Das ist meine Einstellung zum Leben. Nur möchte ich keinen Stress mit meinen Eltern, wenn ich so jemanden als Partner habe, weil sie davon nichts halten. So, jetzt habe ich mal das Licht leiser gemacht. Ja, es ist halt so, meine Eltern sind mir halt super wichtig und meine ganze Familie. Weil meine Eltern nicht möchten, dass ich halt einen Türken als Freund habe oder als Partner, dann lasse ich es lieber. Also, ich möchte einen türkischstämmiger junger Mann kennenlernen. Ich habe nichts gegen Türken, Araber oder andere Nationalitäten, nur sind meine Eltern da etwas speziell. Die wollen keinen Partner für mich, der diese Kultur hat. Dann hat er geschrieben, ich check dich trotzdem ab. Und ich denke nur so, nein, ganz bestimmt nicht, darauf werde ich gar nicht antworten. So ein Schwachsinn, ja. Erstens, der hat einen Vollbart. Ich stehe absolut nicht auf Vollbart. Das finde ich voll unattraktiv bei Männern. Das geht gar nicht. Naja, also nicht, dass ihr jetzt falsch von mir denkt oder von meinen Eltern. Es ist einfach so. Und erst wollte ich ihn kennenlernen, habe mit ihm WhatsApp getauscht, mit ihm voll nett geschrieben. Und dann ist mir einfach klar geworden gestern, das hat keinen Sinn. Ich habe dann noch mit meiner Schwester gesprochen. Sie meinte lieber nicht. Naja, und dann hat er mich heute halt noch gefragt, ob ich heute feiern gehe. Und ich habe darauf jetzt nichts geantwortet, weil ich denke mir so, ich schreibe ihm das bestimmt nicht nachher. Ich weiß gar nicht, ob er weiß, in welchem Club ich als unterwegs bin, aber das werde ich ihm sicherlich nicht sagen. Ja, meine Augenringe sind wieder voll on fleek, wie man so schön sagt. Katastrophe, aber scheißegal, Leute, habe ich schon tausendmal gesagt. Das war es eigentlich schon mit meiner Story. Ich wollte es noch kurz erzählen und ja. Ich habe mir halt heute nett geschrieben, dass. Meine Haare. Ich habe ihm geschrieben, dass das wahrscheinlich aus uns nichts wird, allein wegen der Familie und so. Und das passt nicht. Und ich wünsche ihm alles Gute. Und dann hat er geschrieben. Sonst wird meine Story wieder viel zu lang, das tue ich euch nicht an. Das reimt sich. Meine Story wird viel zu lang, das tue ich euch nicht an. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch allen einen tollen Abend, schönen Freitagabend. Vielleicht mache ich aus dem Club eine Story. Ciao. Sonst wird meine Story wieder viel zu lang, das tue ich euch nicht an. Das reimt sich. Meine Story wird viel zu lang, das tue ich euch nicht an. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch allen einen tollen Abend, schönen Freitagabend. Vielleicht mache ich aus dem Club eine Story. Ciao.